Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu New Super Luigi U! Ja, ein neuer Tag. Ein paar Tage hatte ich jetzt Zeit. Was heißt ein paar Tage? Zwei. Yay, zwei Tage! Ja gut, ne? Ja. Es kann... Ich nehme noch nicht mal eine halbe Minute auf. Und bin jetzt schon verreckt. Es kann nur ein geiler Part werden. Jo, jo, und die Hälfte übersehen. Jo. Jo, jo. Und da fällt das... Ah, schön, jawohl, yeah. Boah, ich habe jetzt wirklich... Ich nehme noch nicht mal eine Minute auf. Ich will den Part jetzt einfach schon eigentlich nicht mehr weiterführen. Dieses Level. Ich weiß nicht, warum ich mich so schwer tue, ja? Aber. Ich finde das einfach nur die größte Scheiße, die jemals gemacht worden ist. Ja, super. Wirklich toll. Okay. Komm mal her. Ich nehme noch ein One-Up mit, weil ich es kann. Okay. Okay, ich komme noch mal zum Boss. Ich komme noch mal zum Boss. Alles klar. Haben wir im letzten Part nicht so oft erlebt. Ich nehme lieber die Feuerblume. Boah, bitte, bitte lass mich es doch jetzt einfach schaffen. Bitte. Und das Projekt ist ja danach noch nicht mal vorbei. Bitte lass es mich doch einfach schaffen. Ich habe den kompletten letzten Part daran gehangen. Ich will jetzt nicht noch ein Part daran hängen. Oh. Holy shit! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, der springt. Ja, witzig! Ja, so kann man es auch machen! Ja gut, da habe ich einfach mal das ausgenutzt, weil ich Luigi bin und der einfach mal höher springen kann. Warum nicht direkt so? Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit doppeltem Power-Up in den Endkampf gehe. Ja, ihr seht jetzt nochmal die ganzen Cutscenes, einfach aus dem Grund, weil nach dem letzten Part habe ich einfach ausgemacht, ohne zu speichern, weil ich wusste ja, es hat ja eh gespeichert, bevor ich ins Level gegangen bin, und dann musste ich da nicht extra nochmal abspeichern. Vor allem, wenn ich nicht gespeichert habe, habe ich halt mehr Leben gehabt, das habt ihr jetzt gesehen, ich habe wieder 17 gehabt, und deshalb müsst ihr euch jetzt nochmal die Cutscenes mit antun, aber komm, so schlimm ist das nicht. Damit kann man ja eigentlich noch leben. Ist ja jetzt nichts Weltbewegendes bei Mario Cutscenes. Peachy? Ja. Der Luigi, den du viel lieber magst als Mario, weil ich viel geiler bin. So. Bitte, bitte, bitte. Lass mich es schaffen. Bitte. Bitte, liebes Spiel. Bitte! Lass mich es doch einfach schaffen. Bam! Uno! Das war Nummer 1. Egal, egal, egal. Und umdrehen. Und umdrehen. Alles klar, okay. Ich habe immer noch mein doppeltes Power-Up. Ich bin in der zweiten Phase.
Ich bin in der zweiten Phase. Hab immer noch mein doppeltes Power-Up. Jetzt komm schon, Spiel. Komm schon. Oh, wie ich über den Feuerball gehüpft bin. Das war ja Traum. Das war ein Traum. Oh, ist das schön. Oh mein Gott. Ja, Bowser, komm raus. Ja. Ja. Er ist tot. Oh Gott. Nach 30 Minuten, ey. Wenn man den letzten Part noch wieder zurechnet. 30 Minuten. Boah, ey. Leck mich doch einfach. Spring hinterher, du Drecksack, ey. So. Ich wusste es, Peach geht fremd. I knew it all the days. Sind das Trottel? Als ob! Mario ist tot, den gibt's nicht mehr. Ja, sauber! Mopsi! Verrecke! Du bist der Drecksack! So! Meine lieben Freunde. Endcutscene! Ja gut, ich könnte jetzt Münzen sammeln, aber... Nee! Nee! Ich schieb mal hier die Charaktere zusammen. Ja, ich könnte natürlich jetzt labern, aber... Das Projekt ist ja noch lange nicht vorbei. Ich bin darüber auch noch zufrieden, dass das Projekt noch nicht vorbei ist. Also mir macht Spaß, abgesehen davon, dass ich jetzt bei dem Boss gefühlt 800 Milliarden Jahre gegangen habe. Aber seid ihr ja von mir gewohnt. Es gibt ja noch die Star Road. Ich denke, wir haben alle... Ich denke mal, wir haben alle... End-Exits. Ich wollte schon Endings sagen, aber ich meine Exits. Wir haben alle Star Coins, natürlich bis auf die in der Star Road. Wir haben alle Mopsies. Eigentlich dürfte dann nicht mehr viel fehlen. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt so labern soll. Ja gut, ich werde die Star Road wahrscheinlich heute nicht mehr anfangen. Das tut mir natürlich leid, ich weiß, ihr wartet darauf. Ich warte auch schon darauf, weil es gibt ein Level in der Star Road. Da erinnere ich mich noch sehr gut an Wolfs 100% Let's Play. Er hing da Jahre und wenn der da schon Jahre hing, dann werde ich da erst recht Jahre dranhängen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es aufgebaut ist. Und ich sehe mich schon scheitern. An die anderen Level von der Star Road kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht, wenn ich sie sehe, aber... Gerade null. Ich habe mich ja auch nicht spoilern lassen. Ich habe ja das Luigi-Projekt nicht irgendwie nochmal vorher geguckt oder so.
Nein, Quatsch, ich hab ganz im Gegenteil, ich hab's erst recht nicht geguckt. Auch wenn ich nochmal Bock drauf gehabt hätte oder gehabt habe, hab ich es nicht nochmal geguckt. Weil ich mich halt einfach nicht nochmal spoilern wollte oder sonst irgendwas. Nicht, dass ich hier schon mit, das weiß ich und das weiß ich auch. Natürlich gab es so einige Level, die ich noch wusste oder so, aber ich wusste ja nicht alles. Ich musste ja sehr viel nachgucken. Aber gut. Ich kann mich hier noch mit denen hier vergnügen. Hier, Mopsi, der kann mich mal. Verpiss dich, Mopsi. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich hasse Mopsi. Ja. Kann ich sonst irgendwas machen? Nö. Das hier ist natürlich nur cool, wenn du jetzt mit mehreren Leuten spielen würdest, aber ich bin forever alone. Es gibt keine Leute, die mit mir spielen wollen. True Story. Ja, komm, Credits. Ist ja gut. Ich will zumindest noch mal ins Spiel rein. Einfach, weil wir da noch gezeigt wird, wo die Star Wars ist und so weiter, damit ihr da schon mal im nächsten Part Bescheid wisst. Falls das Spiel ja Leute noch nicht kennen, was ich zwar jetzt nicht glaube, ich denke mal, ihr kennt das Spiel ja alle und ihr solltet auch wissen, was passiert noch hier Star Wars mäßig und so. Aber es gibt bestimmt noch Leute, die es noch nicht kennen. Auch wie gesagt, wenn ich nicht dran glaube, aber. Mal gucken. Was erwartet jetzt? Ach, jetzt kommen noch die Producer, alles klar. Da kam doch gerade die Special Fangs. Ja, ich wollte schon sagen, ey. So lange kannst du nicht mehr gehen. Ja, ja, Nintendo, dankeschön. Ende! Ja, sauber. Möchtest du das Spiel speichern? Ah, ne, ich bin direkt hier, alles klar. So, wir kriegen erstmal unseren ersten Stern, weil wir das Spiel beendet haben, also durchgespielt haben. Die Röhren bringen dich jetzt zu einer geheimen Insel. Probier sie aus, alles klar. Und da kommt jetzt der Mario Galaxy Star. Die Röhren bringen dich jetzt zu einem Superstar Boulevard. Hast du alle Münzen gesammelt? Haben wir das? Ich denke schon. Alle Sternmünzen im Peach Schloss gesammelt. Wofür das wohl gut ist? Fürs letzte Level. So sieht's aus. Ich müsste eigentlich noch einen Stern bekommen. Du hast alle Level inklusive den im Peach Schloss geschafft. Einen Stern verliehen. Also meinen zweiten. Den dritten. Für alle Sternmünzen inklusive aus Peach Schloss. Bekomme ich noch einen? Nein? Bekomme ich nicht noch einen für alle Mopsies? Wir gehen jetzt erstmal auf die geheime Insel. Ich will mir erstmal die Statistiken angucken. So. Hier. Ja, ich hab A gedrückt. Gesammelte Münzen 9600, gesammelte Sternmünzen, blattgestampfte Goombas, gesammelte Items. Gesammelte Sternenmünzen. Passt das von der Zahl her? Ja, ne? Muss ja. Gesammelte Items, gesammelte 3 Abmonen. Ich habe noch nie einen 3 Abmonen gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt noch gibt in den Spielen. Ich habe gedacht, die gäbe es nur in den alten Teilen. Alles klar. Erreichte Zielfelder 127 mit Yoshi. Mit Yoshi erreicht jetzt wieder einen. Ja, da wisst ihr mal, wie gut der Yoshi ist. Erzielen gesammelte One-Ups 51. Ausgerüstete Zielfeuerwerke 36 erhalten. Applause. 199 Applause, ja. Dankeschön. Geschnappte Mopsi 7, das ist jede Welt. Ja, bis auf Peach Schloss, aber da gibt es ja keinen. Sollte soweit alles stimmen. Jetzt ist aber Frage, ich habe momentan 3 Sterne. Gibt es 5 oder gibt es 6? Gucken wir gleich mal nach. Wir gehen jetzt natürlich erstmal. Nein, nicht mehr ins Meer. Ich wollte zum Superstar Boulevard. Show! Superstar Boulevard! Alles klar. So, wir werden uns jetzt natürlich noch kein Level angucken, sondern ich werde jetzt hier mal speichern. Das man kann sogar jetzt direkt speichern. Ja. Dann gehen wir ins Hauptmenü. Wir haben 3 Sterne. Weil es gibt
5. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch einen Stern für alle Sternenmünzen im Superstar Boulevard. Und wahrscheinlich noch für das abschließende Superstar Boulevard. Aber warum muss man jetzt nochmal alle Mopsies fangen? Das war, ich meine, das war auch irgendwas. Naja, egal. Irgendwo hat es schon zugehört. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder im Superstar Boulevard. Wenn es euch gefallen hat, schaltet da wieder ein. Und ich sage bis dahin, tschüss.